Iserlohn hebt ab. Nur wenige Menschen auf dieser Erde haben ihre Heimat aus dem Weltall gesehen. Zu ihnen zählt der Iserlohner Wissenschaftsastronaut Dr. Ulrich Walter, der mit der D2-Mission über 200 Stunden im All verbrachte und 90 Experimente erfolgreich abschloss. Anschließend trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein und berichtete von seinen Abenteuern. Auch die Lufthansa weiß Iserlohn zu schätzen und führt den Städtenamen auf einem ihrer neuesten Passagierflugzeuge. Der Boeing Jet wurde auf Europas größtem Flughafen in Frankfurt-Rhein-Main getauft. Ich taufe dich auf den Namen Iserlohn und wünsche dir, deinen Passagieren und deiner Besatzung allzeit guten Flug. Luft- und Raumfahrt, zukunftsorientierte Hightech-Betriebe sind in Iserlohn zu Hause, die beispielsweise feinste Drähte für die Satellitenindustrie produzieren. Iserlohn steht also nicht nur für gutes Bier und Eishockey. Es lohnt sich, die Großstadt zwischen Ruhr und Lenne kennen und lieben zu lernen. Sie ist mit über 100.000 Einwohnern auf 125 Quadratkilometern die mit Abstand größte Stadt im Märkischen Kreis, der ganz im Westen des Sauerlandes liegt. Fast 500 Meter hoch ist der Rüssenberg im Stadtteil Kespern, Iserlohns höchster Punkt. Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Naherholungsgebiete des Märkischen Sauerlandes. Nur 106 Meter über dem Meeresspiegel liegt das Ruhrtal bei Rheinen. Die beiden Nachbargroßstädte Dortmund und Hagen sind nur einen Katzensprung entfernt. Mit 5 Autobahnauffahrten der A46 ist Iserlohn optimal an die Sauerlandlinie und die A1 angeschlossen. 3 Bundesstraßen verbinden mit Düsseldorf, Kassel und dem Hochsauerland. Die Bahn fährt im Stundentakt in die Landeshauptstadt, zu ihrem Flughafen und nach Aachen. Über den Bahnhof im Stadtteil Lettmate und durchs Lennetal erreicht man ohne Probleme Siegen und Frankfurt. Iserlohn ist also auch an das internationale Luftverkehrsnetz angebunden und besitzt selbst Flugplätze für den Motor- und Segelflug. Die Stadt, in der das Westfalenlied geschrieben wurde, ist das Herz einer Region an der Nahtstelle zwischen dem Ruhrgebiet und dem Land der 1000 Berge. Wegen seiner landschaftlichen Reize und der bis in die Stadtmitte reichenden Begrünung wird Iserlohn liebevoll auch die Waldstadt genannt. Und das heißt, wohnen im Grünen, in den Stadtteilen, aber auch in der Citylage. Iserlohn besitzt die ältesten Stadtrechte im Märkischen Kreis. Gemeinsam mit Berlin wurde 1987 das 750. Stadtjubiläum gefeiert. Fast so alt ist die oberste Stadtkirche. Um 1350 wurde mit ihrem Bau begonnen. Die Marientafeln des Meisters von Iserlohn aus der Mitte des 15. Jahrhunderts gelten als bedeutendstes Kunstwerk in Südwestfalen. Fast 1000 Jahre alt ist die Bauernkirche. Doch Tradition hat in Iserlohn nichts Angestaubtes. So sehr die Stadt in ihrer Geschichte ruht, so stark hat sie sich auch der Zukunft geöffnet. Und das beginnt schon bei ihrem Zentrum. Hier entstand die erste Fußgängerzone und die erste Tiefgarage Südwestfalens. Kaufhäuser und spezialisierte Fachgeschäfte des Einzelhandels auf der Meile zwischen Wärmingser und Schillerplatz bilden das attraktive Einkaufszentrum, das Kunden aus der gesamten Region nach Iserlohn strömen lässt. Schicke Straßencafés und eine urige Kneipenszene
verleihen dem Bummel durch die City ein besonderes Flair. Die internationale Küche, Gastronomie und Hotellerie sind leistungsfähig und angesehen. 85.000 Übernachtungen werden pro Jahr gezählt. Dass die Iserlohner wissen, was gut ist, stellen sie auch mit ihren kulinarischen Tagen unter Beweis. Da darf probiert und geschlemmt werden. Unter freiem Himmel schmeckt eben noch mal so gut. Das gilt auch für Stadt- und Stadtteilfeste und sicherlich für die Lettmater Kilian-Kirmes, die Jahr für Jahr Tausende von Besuchern anzieht. Die Pfarrkirche St. Kilian ist das Wahrzeichen von Lettmate und wird wegen ihrer beherrschenden Lage auch Lennedom genannt. Pfingstmontag machen sich die Iserlohner in aller Herrgottsfrühe zu einer Wanderung ganz besonderer Art auf. Ziel ist der Ballotsbrunnen. Ein Jahr Gesundheit verheißt der Schluck aus der Quelle, um die sich zahlreiche Sagen ranken. 1862 hat der Iserlohner Bürgerschützenverein den Quellgrund mitsamt dem großen Festgelände auf der Alexanderhöhe erworben. Seitdem hält der IBSV diesen Volksbrauch lebendig. Schon 1705 wurde die erste Kompanie des heute ältesten Vereins gegründet. Wenn der IBSV zum Schützenfest ruft, kommt ganz Iserlohn. Dabei ist die internationale Musikparade ein besonderer Publikumsmagnet. Farbenprächtige Gruppen aus aller Welt bieten viel für Auge und Ohr. Doch vor lauter Feiern vergessen die Iserlohner ihre Arbeit nicht. Was mit Osemund, Panzerhemden, Galmeibergbau, Kratzendraht, Messingindustrie und Nadelproduktion begann, fasste schon im 17. Jahrhundert ein Bürgermeister in dem Ausspruch zusammen: Kein Platz unter der Sonne ohne Iserlohner Arbeit. Kettenhemden wurden zum Beispiel bis nach Schweden, Russland und England verkauft und werden heute im Londoner Tower ausgestellt. Auch Schnallen, Schlösser und Beschläge galten als Spezialität der Fertigung. Weltgeltung erlangten die Messing- und Bronzewaren sowie die Nadelindustrie. Zu einem europäischen Marktschlager avancierten die Iserlohner Tabaksdosen. Die begehrtesten Einzelstücke erzielen heute Liebhaberpreise von mehreren tausend Mark. Diese wirtschaftliche Kompetenz hat sich Iserlohn bewahrt. Heute sind es pharmazeutische Erzeugnisse, wie das bekannte Brand- und Wundgel, Armaturen, feinste Drähte, Produkte der Gerontotechnik und die größten Rundstahlketten der Welt. Einen Schwerpunkt bildet auch die Entsorgungs- und Recyclingbranche. Gezielte Förderung der Wirtschaft. Das war und ist ein besonderes Anliegen der Stadt.
Bereits 1959 wurde die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung gegründet, die industrielle Erschließungsaufgaben übernahm und auch Nordrhein-Westfalens erste zentrale Entgiftungsanlage für galvanische Abwässer in Dienst stellte. Industrie, die expandieren oder sich neu in Iserlohn ansiedeln möchte, findet gut erschlossene Gewerbegebiete wie in Rombrock oder auf dem Kalthofer Feld. Das Technologie- und Gewerbezentrum IGZ im Stadtteil Lettmarte und das Brausezentrum bieten Unternehmensgründern eine Startchance. In Iserlohn zu Hause sind auch Wissenschaft, Forschung und Lehre. Die Märkische Fachhochschule genießt internationalen Ruf auf den Gebieten Korrosionsschutz und Kunststofftechnik. Die neu errichteten Institute für Instandhaltung, Entsorgung, Umwelt- und Gerontotechnik bieten Chancen für die zukünftige Entwicklung Iserlohns. Im Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft werden junge Menschen aus der gesamten Bundesrepublik auf ihren Beruf vorbereitet. Das Goethe-Institut errichtete 1960 in Iserlohn seine größte europäische Zweigstelle. Und überregional bekannt ist auch die Evangelische Akademie Haus Ortlohn. Kunst und Kultur sind eng mit Iserlohn verknüpft. Das Parktheater auf der Alexanderhöhe war der erste reine Theaterbau im Sauerland. Über seine Bretter gehen renommierte Tourneeensemble und Großveranstaltungen jeder Art. Die bildende Kunst hat ihr Domizil in der Villa Wessel und in der Städtischen Galerie Die Welle im von Scheiblerschen Haus. Herausragende Aktivitäten gehen von der Märkischen Kulturkonferenz und vom Kultursymposion M aus. Die internationalen Herbsttage für Musik werden alljährlich von den Medien mit überschwänglichen Kritiken gefeiert. Die Musikschule gilt als die leistungsstärkste in Südwestfalen. Die Iserlohner Jazzszene muss man kennen. Hier hat sich besonders der Henkelmann als prominente Bühne einen Namen gemacht. Sehenswert sind auch die Heimatmuseen. Im Künstler- und Museumsdorf Barendorf ist es geglückt, technische Kulturdenkmäler und eine liebenswerte Fachwerkarchitektur zu erhalten und mit neuem Leben zu erfüllen. Neben einem Einblick in künstlerisches Schaffen und in die Technikgeschichte, hier speziell in die Nadelindustrie, lockt Barendorf auch mit Live-Konzerten. I'm going to try Eddie Floyd's song now, this one's called Knock on Wood. Yeah.
viel los ist, gibt es auch viel zu berichten. Der bereits 1842 gegründete Iserlohner Kreisanzeiger ist die auflagenstärkste Zeitung im Märkischen Kreis. Mit eigenen Redaktionen und Lokalausgaben ebenfalls vertreten ist die Westfälische Rundschau. Und seit 1990 sendet die Lokalfunkstation Radio MK aus Iserlohn. Arena Live. Radio MK. Radio MK, Eishockey. Eishockey live bei Radio MK, heute mit dem Eishockey-Zweitligaspiel zwischen dem ECD Sauerland und dem Augsburger e.V. Wir gehen live rüber in die Eissporthalle am Seiler See zum Kollegen Frank Müller. Wenn es um Sport geht, ist meist vom ECD die Rede. Die Cracks verstehen es, mit dem Puck zu zaubern. Und die Stimmung in der Eissporthalle am Seiler See ist wohl einmalig in Deutschland. Neben Eishockey wird in Iserlohn sehr erfolgreich Rollhockey und Basketball gespielt, Segelflug betrieben und gekegelt. Selbstverständlich spielt auch der Breitensport eine große Rolle. Die Naherholung und Sehenswürdigkeiten liegen vor der Haustür. Die berühmte Dechenhöhle wurde 1868 beim Bau der Eisenbahnlinie durch Zufall gefunden. Sie ist eine der schönsten Tropfsteinhöhlen des Sauerlandes. In Lettmate grüßen die Felsfiguren Pater und Nonne am Wegesrand. Und im Grüner Tal steht die einzige Brauerei des Märkischen Kreises. Das Pilz für gewisse Stunden trägt den Namen Iserlohns ins ganze Land. Vom Danzturm schweift der Blick über die Stadt und bei einer Wanderung in Kespern erlebt man die intakte Mittelgebirgslandschaft. Hier beginnen die 1000 Berge. Ganz anders sieht es da bei einem Streifzug durch die Ruhrauen aus. Alles ist eben und flach. Es ist die Vielfalt, die den besonderen Reiz Iserlohns nicht nur landschaftlich ausmacht. Lernen Sie die liebenswerten Menschen selbst kennen. Sie sind tolerant und pflegen intensive und langjährige Partnerschaften zu mehreren ost- und westeuropäischen Städten. Dabei bleiben die Iserlohner stets auf dem Teppich. Auch wenn man sieht, Iserlohn hebt ab.